Behind His Mask. Eine Stexpad-Fanfiction von Drachenmädchen. Kapitel 10. Wieder einmal saß ich auf meinem Baum und starrte in die endlose Ferne. Über mir funkelten bereits einige Sterne. Wie ich diesen Anblick liebte. Es war einfach ein Ort, an dem ich mich so wohl fühlte wie sonst nirgendwo. Auf einmal hatte ich das Gefühl, dass mich jemand beobachtete. Ich drehte mich um und suchte mit den Augen das Gebüsch ab, konnte aber niemanden entdecken. Langsam ließ ich mich vom Baum herab und lief auf den Wald zu. Als ich nichts entdecken konnte, seufzte ich erleichtert auf und sah erneut in den Himmel. Es war inzwischen richtig dunkel geworden, doch auch einige Wolken waren aufgezogen. Als ich den ersten Regentropfen auf meinen Haaren spürte, beschloss ich zurückzugehen. Nachts sanken die Temperaturen immer noch erheblich und wenn es dann auch regnete, wurde es richtig unangenehm. Ich drehte mich um und lief so schnell ich konnte zum Internat zurück. Eine Minute Verschließung kam ich beim Hintereingang an. Ich wollte gerade die Klinke runterdrücken, als ich sah, wie jemand auf der anderen Seite der Tür stand. Unwillkürlich trat ich einen Schritt zurück. Tim und Vini grinsten mich mit einem fiesen Lächeln auf den Lippen an. In diesem Moment drehte Vini den Schlüssel im Schloss um. Meine Augen weiteten sich. Nein, wieso schlossen sie ab? Verzweifelt rüttelte ich an der Tür. Doch sie war zu. Der Regen prasselte mir auf die Schultern und ich begann zu zittern. Die Nässe durchweichte meine Kleider. Ich drehte mich um und rannte zum Haupteingang, doch auch dieser war jetzt bereits abgeschlossen. Ich spürte, wie die Panik mich überkam. Als ich alle Türen abgeklappert hatte, stand ich im strömenden Regen und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war ausgesperrt, so viel stand fest. Eine unangenehme Kälte überkam mich. Ich lief zurück zur ersten Tür und sah Vini und Tim immer noch dort stehen. Sie schienen sich prächtig zu unterhalten. »Bitte«, formte ich mit meinen Lippen. Tim lachte und deutete auf seine Ohren, als wolle er signalisieren, dass er nichts hören konnte. Ich wandte mich ab. Wieso? Wieso musste immer mir so etwas passieren? Also klar, anderen ging es viel schlechter. Andere hatten eine unheilbare Krankheit oder litten Hunger oder hatten gar keinen, der für sie da war. Ich hatte nur meine Schwester und Mutter verloren und wurde gemobbt. Aber ich hatte zwei Menschen, für die es sich lohnte zu leben. Der eine war mein bester Freund und der andere Dad, der alles Mögliche für mich tat, damit es mir gut ging. Eigentlich sollte ich glücklich sein. Aber ein Lächeln wollte viel zu selten über meine Lippen kommen. Ich setzte mich irgendwo unter einen Baum, wo man nicht ganz so nass wurde, und schlang die Arme um meine Beine. Ich begann unkontrolliert zu zittern. Normalerweise war ich jemand, der den Regen und die Nacht liebte. Aber nicht so. Alleine, verlassen, in dieser Kälte. Ich lehnte mich gegen den Baum und sah nach oben in den Himmel. Die Sterne waren heute Nacht wohl nicht mehr zu sehen. Wieso hasste Tim mich noch so? Was hatte ich ihm je getan? Ich wusste es beim besten Willen nicht. Ein tiefer Seufzer entkam meinen Lippen. Der Regen hatte mich gefühlt bis auf die Knochen durchnässt. Meine Kleider hingen nass an mir herab und ich schlang die Arme um meine Beine und steckte den Kopf dazwischen. Dicke Tränen rannen über meine Wangen. Sie fielen auf die Erde und versickerten langsam im Erdreich. Ich schloss die Augen und versuchte zu schlafen. Doch der laute Regen, die Kälte und die scheinbar nie endenden Gedankengänge hielten mich wach. Ich seufzte resigniert. Fick dich, Tim. Obwohl es ja eigentlich nicht mal seine Schuld war, dass ich nicht schlafen konnte. Klar, irgendwie schon, aber ach, keine Ahnung. Kapitel 11. Als ich einen lauten Schrei hörte, fuhr ich hoch. Ich war sofort hellwach und sah mich um. Es war noch dunkel. Dunkle Wolken bedeckten den Himmel, allerdings hatte es aufgehört zu regnen. Wieder hörte ich einen Schrei. Ich wirbelte herum. Die Angst kroch in meinen Nacken hoch. Ich
kannte diese Stimme irgendwoher. Vorsichtig stand ich auf und machte einige leise Schritte. Jedes Mal, wenn mein Fuß den matschigen Boden berührte, zuckte ich zusammen und hatte das Gefühl, dass jeder in der Umgebung mich hören musste. Ich blieb stehen. Von wo kamen diese Schreie? In diesem Moment zerriss wieder ein herzerschütternder Schrei die nächtliche Luft. Und in diesem Moment erkannte ich die Stimme. Mein Herz setzte einen Moment lang aus. Mia. Mia! Brüllte ich und rannte los. Meine Stimme hörte sich fremd an. Schon lange hatte ich mich nicht reden, geschweige denn mehr schreien hören. Aber was war mit mir? Wieso schrie sie? Das konnte nicht sein. Sie war schon längst gegangen. Ich hatte sie gesehen mit toten Augen und blassem Gesicht hatte sie mich angesehen. Ich erinnerte mich noch genauestens an ihre Leiche und blassen Lippen, die wie zu einem verzweifelt angesessenen Ruf leicht geöffnet waren. Verzweiflung kam in mir hoch. Ich drehte mich hektisch hin und her und sah mich um. Wo war sie? Meine Beine trugen mich wie von selber in den Wald hinein. Ich lug mich durch das dichte Geäst. Mein T-Shirt verfing sich in Dorn. Ich riss daran und rannte einfach weiter. Immer und immer weiter. Und plötzlich sah ich sie. Sie stand neben meiner Trauerweide auf meinem Lieblingsplatz. Ihre blonden Locken wehten im Wind. Ihre grünblauen Augen starrten mich verängstigt an. Ich wollte nach vorne springen, meine Arme um sie legen, ihr sagen, dass alles gut war, dass ich für sie da war, dass mir das alles so leid getan hatte. Steh! Nein! Schrie sie panisch, als ich einen Schritt auf sie zumachte. Ich blieb stehen, als ich sah, wie jemand ein Messer an ihre Kehle drückte. Es blitzte gefährlich scharf im Mondlicht. Verzweiflung kam in mir hoch. Mia! Rief ich. Ich sah, wie Tränen ihre Wangen hinabrannen. Blut tropfte von ihrer Kehle herab. Ich spürte, wie sich ein Kloß in meiner Kehle bildete. Ihr Entführer nahm sich die Kapuze vom Kopf. Braune Augen blickten mich an. Einen Augenblick lang blieb mein Herz stehen, als Tim mich anblickte. Er hatte ein hämisches Lächeln auf den Lippen. Hallo Stegi, flüsterte er leise. Ich weiß, dass sie hier dir am meisten bedeutet. Ich schluckte schwer. Bitte, flüsterte ich. Lass sie. Sie. Du kannst mich dafür. Tim schüttelte lachend den Kopf. Wieso sollte ich? Er drückte das Messer ein wenig mehr in Mias Kehle. Ein Schrei entfuhr ihren Lippen. Ich presste mir die Hände auf den Mund, um nicht laut zu schreien. Bitte, Tim! Tränen rann meine Wangen hinab. Ich machte einen Schritt auf den Braunhaarigen zu und in diesem Moment drückte er endgültig zu. Ein letzter markerschütternder Schrei war zu hören. Dann sagte sie in seinen Armen zusammen. Die blau-grünen, sonst lebendigen Augen starrten mich nun tot an. Es war, als hätte alle Farbe sie auf einen Schlag verlassen. Sie wirkte so zerbrechlich und leblos. Ich ließ mich auf den Boden sinken und nahm den Kopf in die Hände. Nein, das durfte nicht sein. Jahrelang hatte ich geglaubt, dass Mia tot sei und dann starb sie wirklich vor meinen Augen. Ich spürte, wie die Wut in mir aufstieg. Spürte, wie ich aufstand. Spürte, wie ich einen Schritt machte. Ich war wie in Trance. Ich sah Tim zornig an. Wie konnte er das tun? Nie hatte ich erwartet, dass er morden würde. Ich wollte losrennen, ihn ebenso vernichten, wie er meine Schwester vernichtet hatte, doch jemand hielt mich am Arm fest. Wütend wirbelte ich herum und sah Tim hinter mir stehen. War das eine Halluzination? Einbildung? Er sah mich mitleidig an. Ich starrte ihn bloß an. Nein, Stegi, flüsterte er leise. Ich wollte mich losreißen, doch sein Griff war zu fest. Er würde dich auch umbringen und das will ich nicht. Ich sah zwischen dem Tim, der mich festhielt, und dem, der meine leblose Schwester in den Arm hielt, hin und her. Wie?
brachte ich bloß heraus. Mein Blick fiel wieder auf mir und wieder war es, als würde mein Herz in tausend Teile zerspringen. Wie flüssiges Blut rann meine Tränen über die Wangen. Wie Messer brannten sie auf meiner Haut. Nein, 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 flüsterte ich und sagte mir zusammen. Das darf nicht sein. Der gute Tim ließ sich neben mir nieder und strich mir sanft über die Haare. Alles wird gut, murmelte er leise. Ich schüttelte den Kopf. Nein, nichts wird gut. Ich hatte sie gehen lassen. Ich war schuldet. Ich hätte sie retten können. Irgendwie hätte ich sie vor einem Tod bewahren müssen. Plötzlich stand der andere Tim vor mir. Er hielt das blutbefleckte Messer in den Händen. Das Blut von ihr tropfte daran herab. Noch einmal sah ich zu ihrem leblosen Körper. Mir? Flüsterte ich leise. Sie sah nur zurück, ohne eine Antwort zu geben. Ihre grünblauen, wundervollen Augen starrten mich tot an. Sie war gegangen. Für immer. Ich spürte Kraft in mir hochkommen. Die Tränen rannen meine Wangen hinab und mit einem lauten Schrei stürzte ich mich auf Tim. Er durfte ihr das sich angetan haben. Ich spürte den stechenden Schmerz nicht, als ich das Messer in meinem Arm sah. Ich schrie nicht. Stattdessen schwankte die Welt und alles drehte sich. Der Schmerz begann mich immer mehr zu zerstören. Ich spürte die Tränen, die wie dickes Blut aus meinen Augen kamen. Und dann wurde alles schwarz. Du träumst von Leuten, nach denen du Sehnsucht hast. Kapitel 12. Mit einem lauten Schrei fuhr ich hoch. Mein Herz klopfte wie verrückt gegen meine Brust und ich versuchte, meinen Atem wieder zu normalisieren. Alles nur ein Traum. Nur ein Traum. Versuchte ich, mal einzureden. Doch er war so real gewesen. Und wieso waren plötzlich zwei Tims aufgetaucht? Der eine, der gute Tim und seine böse Seite. Der gute war so lieb gewesen, so fürsorglich und besorgt. Er war wie der Tim aus meinen Bildern. Aber der Böse hingegen war sein vollkommenes Gegenteil. Wie als hätte er eine Maske aufgehabt. Eine Maske des Hasses, der Wut, der Aggression, eine Maske des Todes. Als das Bild von der blutüberströmten Mia wieder vor mir auftauchte, zuckte ich unwillkürlich zusammen. Was hatte dieser Traum mit zu bedeuten? Langsam richtete ich mich auf. Die ersten Strahlen der Sonne waren bereits hinterm Horizont zu sehen. Ich verschränkte die Arme vor der Brust, als ich Richtung Schulgebäude lief, um alle mögliche Wärme einzufangen. Mein Hals schmerzte und ich zitterte ununterbrochen. Vorsichtig klingelte ich an der Tür. Als sie geöffnet wurde, blickte mir eine wütende Frau Ulmer entgegen. Stegi, stellte sie gefährlich ruhig fest. Was hast du heute noch da draußen gemacht? Sie betonte jedes einzelne Wort. Ihre Nasenflügel blähten sich zornig. Fast meinte ich, sie würde sich gleich auf mich stürzen und mir an die Kehle springen. Ich biss mir nervös auf die Unterlippe. Junge, 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 was soll das denn? Du weißt ganz genau, dass du nie einfach nach draußen sein darfst. Du brauchst aber echt eine gute Erklärung, um das zu entschuldigen. Plötzlich war ihre Wut verraucht und an ihrer Stelle trat Mitleid und Enttäuschung. Ich reagierte nicht, sondern schaute nur mit gesenktem Kopf auf den Boden. War das ihr Ernst? Glaubte sie wirklich, dass ich freiwillig die Nacht im strömenden Regen verbracht hatte? So komm, wir gehen erstmal zum Direktor. Ich folgte ihr die Gänge der Schule entlang. Inzwischen musste Frühstückszeit sein, denn einige Schüler kamen uns entgegen. Immer wieder spürte ich die belustigten oder spöttischen Blicke von ihnen auf mir ruhen. Als wir beim Schuldirektor ankamen, sollte ich mich auf einen Stuhl ihm gegenüber niederlassen. Frau Ulmer verließ den Raum wieder. Also, Stegi, weswegen hast du das getan? Ich zuckte mit den Achseln. Ich könnte Tim und Winnie zwar verraten, aber
dann wäre ich auch nicht besser als sie. Außerdem, ich wollte sie nicht verraten. Aus einem mir noch unbekannten Grund konnte ich sie nicht verpetzen. Der Schulleiter beugte sich ein wenig zu mir rüber. Ich weiß, dass du eine schwere Zeit durchmachst, aber deswegen können wir dich nicht anders behandeln als die anderen. Tut mir leid. Ich nickte langsam. Dir ist bewusst, dass es eine Verwarnung nach sich zieht und du beim kleinsten Fehltritt einen Tadel kassierst? Danke, Tim. Ich nickte undeutlich. Er seufzte. Gut, dann kannst du jetzt ja in den Unterricht gehen. Als ich 10 Minuten später an meinem Tisch saß und der Unterricht begonnen hatte, lehnte sich Tim plötzlich zu mir hinüber und flüsterte, wehe, du hast mich verraten. Ich sah zu ihm. Seine braunen Augen funkelten mich drohend an. Ich schüttelte nur stumm den Kopf. Einen Augenblick lang meinte ich erstaunt und irgendwie auch Dankbarkeit in seinem Blick zu sehen. Doch zu schnell war es wieder verschwunden. Was heißt das? Nein, du hast mich nicht verraten oder nein, du hast mich verraten? Ich biss mir auf die Lippe und wandte mich ab. Porsch, Fuchtel, sag jetzt! Er stupste mich grob an. Entnervt nahm ich ein Blatt und einen Stift und kritzelte: Nein, ich habe dich nicht verraten, drauf. Es war das erste Mal, dass ich dem Braunhaarigen sozusagen antwortete. Er nickte. Gut, denn... Stegi! Tim! Wurde er in diesem Moment unterbrochen. Es freut mich ja, dass ihr euch endlich zu verstehen scheint. Aber könntet ihr mal bitte alle beide leise sein? Ich zuckte zusammen und sah auf den Tisch. Der andere hingegen schien diesen Einwurf nicht gerade prickelnd zu finden. Als ob der und ich es verstehen würden! Fauchte er wütend und erntete dafür einige Lacher aus der Klasse. Und obwohl ich sowas ja gewohnt sein müsste, taten diese Worte weh. Wieso eigentlich nicht? Was hatte ich ihm hier getan? Schwuchtel! Hey! Erklang ein Ruf hinter mir. Ich lief gerade den Gang zu den Toiletten entlang, wo ich meistens meine Pause verbrachte. Dort oder in der hintersten Ecke des Internatshofes. Es war einfach so, weil ich sonst überall blöd angemacht wurde. Ich beschleunigte meine Schritte, aber kurz bevor ich zur Toilette reinkam, fasste mich jemand am Arm, zog mich herum und presste mich gegen die Wand. Ein schmerzvolles Keuchen entkam meinen Lippen. Tim stand nur wenige Zentimeter vor mir. Ein unerklärliches Kribbeln machte sich in mir breit. Wieso? Fragte er bloß. Ich sah ihn fragend an. Wieso hast du mich nicht verraten? Ich meine, du hast mich und hast deine Chance nicht genutzt. Ich hasse dich nicht. Nein, ich hasse ihn nicht. Jeden Tag tat er mir weh. Täglich war er so zu mir, aber ich konnte... wollte ihn nicht hassen. Ich zuckte bloß mit den Schultern und versuchte mich verzweifelt aus seinem festen Griff zu befreien. Nun gut. Soll ich dir zeigen, was passiert, wenn du mich verrätst? Flüsterte er bedrohlich. Trotzdem verstand ich ihn. Er war mir nahe. Sehr nahe. Und irgendwie konnte ich nicht einmal sagen, dass mir das unangenehm war. Verwirrt schüttelte ich den Kopf, um diese seltsamen Gedanken loszuwerden. In diesem Augenblick schlug er zu. Ich zuckte zusammen und starrte ihn ängstlich an. Er lachte nur. Wieso? Formte ich mit den Lippen. Ich kann dich nicht hören. Er grinste leicht. Ich biss die Zähne zusammen. Schwankend stand ich auf, versuchte den Schmerz zu ignorieren. Wütend ballte ich meine Faust. Ich hatte ihn nicht verraten. Nicht in einer Silbe seinen Namen erwähnt. Und als Dank schlug er mich. Wieder schlug er zu. Ich spürte Blut meine Wange hinabrennen und trat in blinder Panik zurück. Es war das erste Mal, dass ich mich wehrte. Das erste Mal, dass ich etwas erwiderte. Doch dieser Zorn, diese Angst, diese Verzweiflung wurde zu viel. Ohne hinzusehen, schlug ich zurück.
Irgendwas muss dich erwischt haben, denn ein leiser Schmerzensschrei war zu hören. Junge, spinnst du? Faucht er wütend. Bist du blöd, nicht zu schlagen? Das tut weh, Alter. Oh, gut zu wissen. Ist ja nicht so, dass er mir das täglich in 10.000-mal verschlimmerter Version antut. Er holte weit aus und traf mich im Magen. Vor Schmerz sackte ich zusammen. Ich spürte, wie Blut meinen Mund hinabrann. Immer wieder traf er mich. Verzweifelt zog ich meine Beine an mich und versteckte meinen Kopf hinter den Händen. Ich ließ es über mich ergehen, versuchte es auszublenden, zu ignorieren. Und dann war es so plötzlich vorbei, wie es begonnen hatte. Ich sagte schwer atmend an der Wand herab. Wieso ich? Wieso tat er mir das an? Was hatte er gegen mich? Vermutlich hatte ich es verdient. Weil ich nichts wert war. Weil ich zu schwach war. Weil ich nicht stark genug war. Weil ich ich war. Und vielleicht muss es also sein. Kapitel 13. Als ich an diesem Abend im Bett lag, konnte ich nicht schlafen. Mal wieder. Es war bereits tiefe Nacht und die Sterne glitzerten am Himmel. Ich liebte es, stundenlang dazulegen, Musik zu hören und einfach nur nach draußen zu sehen. Doch heute fand ich einfach keine Ruhe. Alles schmerzte. Immer wieder musste ich leise husten. Die Nacht im Regen hatte mir definitiv nicht gut getan. Ich warf einen kurzen Blick zu Tim, welcher im Bett lag und, wie es schien, versuchte einzuschlafen. Er sah mich genervt an, als ein erneuter Hustenanfall mich schüttelte. Ich biss mir wütend auf die Lippe. Das hast du dir selber zu verdanken. Ein resignierter Seufzer war zu hören. Ich schloss die Augen und versuchte zumindest ein wenig müde zu werden, doch ich konnte einfach nicht schlafen. Bei einem erneuten Husten saß ich mit einem Schlag kerzengerade im Bett und rang verzweifelt nach Luft. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Es war, als wäre meine Lungen verstopft, als würde irgendetwas meine Atemwege blockieren, als würde mir etwas oder jemand die Kehle abschnüren. Alles okay? Im ersten Moment konnte ich nicht glauben, dass er das wirklich gesagt hatte. Ich versuchte wieder meinen Atem zu normalisieren. Versuchte irgendwer an Luft zu kommen. Zu atmen. Als es einigermaßen ging, warf ich ihm einen unsicheren Blick zu. Tim hatte sich aufgerichtet und musterte mich sorgenvoll? Ich brachte bloß ein kleines Nicken zustande, obwohl nichts okay war. Jeder Zentimeter meines Körpers schmerzte. Alles brannte. Tausende Fragen und Ängste schwirrten um mich herum. So gut wie es ging, versuchte ich, sie aus meinem Kopf zu verbannen. Tim nickte ebenfalls und ließ sich zurück ins Kopfkissen sinken. Verwirrt ließ ich mich ins Kissen sinken. Meine Gedanken kreisten in einem ewig andauernden Gedankenkarussell, in welches man zu viele Münzen geworfen hatte. Er, Tim, hatte sich für mich interessiert. Mich gefragt, ob alles okay sei. Wieso? Seit wann interessierte ihn das? Tim wandte sich ab und schien erneut versuchen einzuschlafen. Ich ließ meinen Blick durchs Zimmer gleiten und blieb schließlich an Mias Porträt hängen. Wie lebendig, fröhlich sie aussah. Doch sie war tot. Von dieser Erde verschwunden. Weg. Für immer. Stumm begannen die salzigen Tränen über meine Wangen zu rinnen. Wie lautlose Trauerboten liefen sie über mein Gesicht und fielen ins Kopfkissen. Wieder sah ich zu Tim. Er lag mit leicht geöffneten Augen da und starrte vor sich hin an die Decke. Worüber er wohl nachdachte? Irgendwann stand ich auf. Ich hatte keine Ahnung, wie spät es war. Aber ich konnte partout nicht schlafen. Ich öffnete das Fenster und setzte mich mit einem Blatt Papier auf dem Schoß aufs Fensterbrett. Die kühle Nachtluft schlug mir entgegen. Ich seufzte leise. Ein Neufeind, kein Funny, ein Feind, keine Sad.
The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Tönte es aus meinen Kopfhörern. Und irgendwie konnte ich mich so gut mit diesem Lied identifizieren. Mad World. Es war doch eine verrückte Welt. Alle sahen durch mich hindurch und wenn sie das nicht gerade taten, dann schlugen sie mich, verhöhnten mich, lachten mich aus für etwas, wovon ich nicht wusste, was es war. Ich holte tief Luft und versuchte, die Tränen wegzublinzeln. Ich lehnte mich gegen den Fensterrahmen. Nur verschwommen nahm ich den nächtlichen Himmel wahr. Als ich am nächsten Morgen durch ein eindringliches Tuten wach wurde, fühlte es sich an, als hätte ich überhaupt nicht geschlafen. Ich rieb mir die Augen und stellte dabei fest, dass ich noch immer auf dem Fensterbrett saß. Das Fenster war weit geöffnet. Als ich aufstand, schwankte ich einen Moment. Die Müdigkeit drohte mich wieder zu übermannen. Wie lange hatte ich geschlafen? Wohl höchstens eine Stunde. Kennt ihr das, wenn man endlos lange weint? Danach ist man immer viel erschöpfter als davor und kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Und dann kaum zu schlafen ist wohl keine gute Mischung. Zum Glück begannen mit dem heutigen Tag die Herbstferien. Ich würde zwar im Internat bleiben, aber wenigstens würden vermutlich Tim, Veni, Tobi und die anderen wegfahren. Hoffentlich. Denn dann hätte ich wenigstens eine Woche meiner Ruhe. Junge, wieso machst du deinen Wecker nicht aus? Hörte ich in diesem Moment eine verschlafene Stimme. Eine Gänsehaut lief über meinen Körper. Seine Stimme war morgens ja noch tiefer und irgendwie schöner als sonst. Ich blickte zu Tim. Er wirkte leicht genervt. Ich biss mir unsicher auf die Lippe und kritzelte ein schnelles Sorry auf einen Zettel. Der Braunhaarige verdrehte bloß die Augen und richtete sich auf. Einen Moment lang blieb mein Blick an seinem Oberkörper hängen. Anscheinend hatte er heute nur in Boxershorts geschlafen. Die Muskeln waren deutlich zu sehen, man konnte das Sixpack erkennen, welches sich auf seinem Oberkörper abzeichnete. Starr mich nicht so an, Schwuchtel, fauchte er. Schnell wandte ich mich ab. Ein Rotschimmer hatte sich über meine Wangen gelegt. Shit, was war das denn gewesen? Wieso hatte ich ihn so angestarrt? Ich war doch nicht schwul. Verwirrt versuchte ich, den Gedanken loszuwerden und ging ins Bad, um mich fertig zu machen. Ein Blick in den Spiegel zeigte mir, dass ich so scheiße aussah, wie ich mich fühlte. Dunkle Augenringe zierten mein Gesicht. Die Hautfarbe war zu einem hellen Grau mutiert und ein blauer Fleck prangte über meinem linken Auge. Ich stöhnte genervt auf und stieg unter die Dusche. Als ich wieder aus dem Bad kam, war Tim nicht mehr da. Eigentlich war ich ganz froh darüber. Immerhin musste ich jetzt keine Kommentare wie »Gut steht dir der blaue Fleck, Schwuchtel« oder so mehr anhören. Meine Beine trugen mich wie von selber die Treppen in Richtung Eingangshalle und somit Speisesaal. In der Eingangshalle blieb ich erstarrt stehen. Eine inzwischen ziemlich große Menschenmasse hatte sich angesammelt. Sie alle schienen zu einem Punkt in der Mitte des Saales kommen zu wollen. Was war da? Ich sprang ein paar Mal auf und ab, um einen Blick auf das, wo alle hinwollten, zu erhaschen, doch aufgrund meiner nicht allzu großen Größe gestaltete sich das als schwierig. Verwirrt versuchte ich, mich zwischen den Schülern hindurchzuschlängeln. Immer wieder bekam ich Ellenbogen in die Seite, doch ich war es bereits gewohnt. Meine Augen fanden schließlich den Grund für den Menschenauflauf. Verwirrt starrte ich auf die Stelle, wo die berühmte Schauspielerin Annabelle Glowell entstand. Neben ihr stand ein braunhaariger Junge, der den Rücken zu mir gewandt hatte. Vermutlich war er ihr Sohn. Er schien etwas oder jemanden zu suchen. Zwei Bodyguards versuchten, die aufgeregten Schüler von den beiden fernzuhalten. Wieso waren sie hier? Leiteten sie einen Workshop hier? Vielleicht hatten sie sogar irgendwas angekündigt. Ich interessierte mich im Allgemeinen eigentlich nicht allzu sehr für Schauspieler und las auch keine Klatschzeitschriften oder so. Gerade wollte ich mich wieder abwenden, als sich der Junge, der Annabelle begleitete, sich umdrehte. Seine braunen Augen schienen die Menge abzusuchen. Als sie meine Augen trafen, zeichnete sich augenblicklich ein kleines Lächeln auf seinen Lippen ab. Ich erstarrte, als ich ihn erkannte. Ich konnte nicht anders, als ebenfalls zu lächeln. So befreiend fühlte er sich an. So glücklich war ich, dass er hier war.
auch wenn ich den Gründer nicht kannte. So überwältigt, ihn endlich zu sehen. Patrick. And maybe one day we can break the distance. So, vorweg schon mal. Auch wenn ich die Sachen nicht kommerziell nutze, kann ich trotzdem leider nicht einfach Musik damit reinnehmen. Also werde ich weiterhin, wenn Sachen mit Musik sind, so oder halt Lieder, werde ich halt, so wie das dieses Mal bei Mad World der Fall war, wenn ich mich recht erinnere, war es Mad World, das halt so machen, dass ich das einfach mit verschiedenen Stimmlagen vorlese, um es anders zu formulieren und ja. Okay. Der Kampf mit dem mit der Rauschreduzierung geht offensichtlich in die zweite Runde. Entschuldigung, ich krieg es nicht hin. Und außerdem kriege ich es auch nicht in dieses dumme Wort auszusprechen. Klatschzeitschriften kriege ich so hin, aber nicht schnell. Und Entschuldigung. Gut, schaut bei Joanne vorbei, denn von ihr ist der kleine süße Stegen unter dem Weinbaum. Schaut bei Drachenmädchen vorbei, lasst Kritik da, freut euch, dass Patrick endlich da ist und bis zum nächsten Mal. Tschüss!